Das werden Hängemöpse. Ich gebe dann noch 2, 3 Jahre, dann sind das Opfer der Schwerkraft. Und dann? Naja, dann gibt es ein paar neue. Oder einen neuen Job. Ein Tagesjob? Na, mal gucken. Schwerkraft. Schweiz, Schweizer. Schwerkraft. Schwerkraft. Wenn was schweres als man selbst, zieht es einen an. Also nicht mit Klamotten, sondern mit Kraft. Die Erde ist schwerer als alles. Und deshalb fällt keiner von ihr herunter. Sie ist gefährlich für Äpfel und andere runde Sachen. Womöglich auch für Buchen. Rico! Boah, das war knapp. Entschuldigung. Frau Darling, nach den Liebesfilmfragen muss ich ausleihen für Mama. Und wird sie es wieder vermasseln? In Filmen reden sie immer genau das Richtige. Am Ende sind sie ein frohes Paar. Tschüss. Tschüss, sagen darf ich aber nicht. Können Sie nicht aufpassen? Keine Ohren am Kopf? Ich bin zu schnell aus der Wohnung rausgekommen, Entschuldigung. Ich war ja nicht wegen Sie gewesen hier. Wer sind Sie überhaupt? Simon Westbühl, aus dem Dritten, gerade eingezogen. Gute Nachbarschaft. Oh, das ist aber nett. Rainer Kiesling, aus dem Zweiten. Angenehm. So, was, soll ich jetzt hier alles alleine aufheben, oder? Entschuldigung, ich hab sehr eilig. Ja, ich hab's auch eilig. Siehst du, ohne Helm wäre ich jetzt tot. Oskar, was machst du denn hier? Na was wohl, dich besuchen. Zwei sehr unterschiedliche Jungs. Ich heiße Oskar. Ich heiße Rico. Werden die dicksten Freunde. Kann es sein, dass du ein bisschen doof bist? Ich bin ein tiefbegabtes Kind. Tatsache, ich bin hochbegabt. Echt? Ich kann die ersten 110 Primzahlen auswendig. Rico, Oskar und die Tieferschatten. Nach dem Bestseller von Andreas Steinhöfel. Können wir denn schon bis 5 zählen? Wir können sogar bis 7 zählen. Und seit wann trägt man solche Dinger zum Fahrradfahren? Ich habe kein Fahrrad. Ein Motorrad ja sicher auch nicht. Aber was bist du denn für einer? Verstärkung aus der Klapse oder was? Hallo? Kannst du sprechen? Taubdumm, wa? Frech und mutig wie Superhelden. Sie müffeln. Und sie sollten dankbar sein, dass es bei uns fließendes Wasser und Seife gibt. Und sie sollten Gebrauch davon machen. Erforschen sie die Tieferschatten. Was für Schatten? Ja, Tieferschatten. Die sind tiefer. Tief in den Räumen. Das ist der Weg zu den Schatten. Wieso hat er alles abgeschlossen? Das Hinterhaus ist einsturzgefährlich. Das Haus ist was? Und jagen Mr. 2000, den Schnäppchenentführer. Warum Schnäppchenentführer? Na, weil seine Entführungen so billig sind. Hast du eigentlich Angst vor Mr. 2000? Quatsch, du? Quatsch. Doch wenn du da bist und alles winkt so. Agent Doretti? Ich hab eine Nudel gefunden. Na, das ist ja mal ein Knaller. Mein Kopf spielt Bingo. Vielleicht ist ja Fitzke der Schnäppchenentführer. Sind Sie verheiratet? Nein. Und haben Sie eine Freundin? Rico. Hey, Spaghetti-Spaß, die machen unser Wohnmobil nicht kaputt. Also nehmen Sie mich mit? Sei mein Gast. Doch wenn du da bist. Mr. 2000, ich weiß, wo er wohnt. So, jetzt würde ich gerne losfahren. Bist du bescheuert? Der macht Hackfleisch aus uns. Lass mich nicht unhöflich behandeln, nur weil ich ein Kind bin. Rico, Oskar und die Tieferschatten. Und ich bin gerade aus der Klapsmühle. Ab Donnerstag, 10. Juli, nur im Kino. Mann, Mann, Mann.